Zuletzt bei Life is Strange 2. Es sind 2 Monate seit dem Unfall auf der Drogenplantage vergangen. Sean ist mittlerweile im Krankenhaus und wird dort regelmäßig von der Polizei befragt, was auf der Farm, damals in Seattle und mit seinem Bruder passiert ist. Er erklärt so mehr oder weniger die Wahrheit, allerdings kann er natürlich nicht die komplette Geschichte erzählen. Am nächsten Tag soll es für ihn nun zum Gericht gehen, wo er sich für alle seine Taten verantworten muss. Seine einzige Vertrauensperson ist der Krankenpfleger, welcher seit Tag 1 auf seiner Seite ist. Hi meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange 2 und uns ist ein kleiner Fauxpas unterlaufen, beziehungsweise mir. Wir haben ja die letzte Folge mit unserem Buch beendet, welches wir bekommen haben. Und in dem Buch haben wir so ein bisschen durchgeblättert und da habe ich dann die Folge beendet. So, dann konnte ich aus dem Buch aber nicht das Spiel verlassen. Ich habe dann quasi noch kurz, wollte das Buch wieder schließen, um zu speichern und aufzuhören. Und ich konnte es nicht schließen, weil im Buch war eine kleine Message drin. Eine handgeschriebene Message von Jacob. Und ich weiß gar nicht, ob das noch in der letzten Folge drin war. Vielleicht glaube ich jetzt auch nur Müll. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ja Jacob uns geschrieben hat, wir sollen doch mal bei ihm vorbeikommen, damit wir uns die Comics des Superwolves oder so noch abholen. Und daraus haben wir jetzt, beziehungsweise hat Sean geschlossen, dass sich Daniel bei Jacob befindet. Oh, aber wartet mal. Vielleicht kann ich das Buch sogar nochmal öffnen. Aha! Ich erzähle komplett Müll. Wir können uns das Buch, glaube ich, sogar nochmal anschauen. Wow. Ja, optimal. Dann seht ihr jetzt die Message sogar nochmal selber. Aha, alles klar. Bevor wir das jetzt aber tun, will ich jetzt nochmal den ganzen Raum angucken, ne? Weil wir jetzt hier, weil irgendwie jetzt so viel ist. Zero depth perception. Was wir anschauen können. Goodbye, Sports. Und ich weiß es nicht, ob wir davon vielleicht noch, bevor wir jetzt in das Buch gucken, vielleicht noch was machen, ne? So. Salvation. Ihr habt mir auch noch einen Tipp gegeben, dass man mit gewissen Gegenständen erst interagieren kann, nachdem man sie angesehen hat. Das ist eine Sache, die ich einfach bisher noch nicht so ganz wusste. Das heißt, sobald wir sie ansehen, sollten wir diese Dinge dann nochmal angucken, ne? Falls dann da sowas wie interagieren oder so steht. Das kommt nämlich meistens erst, nachdem man Ansehen gemacht hat. Und das ist mir einfach bisher noch nicht aufgefallen. Und das ist das Ärgerliche. Deswegen habe ich bisher mit Sicherheit auch einige Secrets übersehen. Da, guckt her, ich muss den erst ansehen und dann kann ich ihn aufheben. Und das ist einfach eine Sache, auf die ich bisher nicht immer, glaube ich, geachtet habe. Aha, und da kriegen wir doch direkt mal dieses Souvenir. Sehr geil. Ne, und das ist der Punkt. So, hier ist noch irgendwas mit Cash und irgendwas mit einem Kreuz. Dann hieß das mit einem Auto, Nachtscheinwerfer, eine Spielhalle, nochmal eine heilige Bibel auf einem Schreibtisch oder so. Und hier eine Höhle. Okay, ja, das ist so der Punkt. Ich glaube, deshalb habe ich auch einfach das ein oder andere Secret jetzt bisher übersehen. So, ich würde mir eigentlich gern die Zeichnung im Müll anschauen. Maybe I should have let Daniel help Steven. Warte mal hier. Sean, wir sind dankbar zu hören, dass du in Sicherheit und wach bist. Das ist von unseren Großeltern. Die Polizei hat uns kontaktiert, als sie dich bewusstlos in Hubble City County gefunden haben. Wir wollten dich im Krankenhaus besuchen, doch Stevens Bein musste sich noch von seiner Operation erholen. Er kann endlich wieder laufen. Wir möchten auch noch, dass du so schnell wie möglich wieder gesund bist und die Ärzte sagen, dass du nach diesem Koma stärker denn je bist. Das Wichtigste ist jetzt, Daniel zu finden. Wir helfen der Polizei so sehr, wie wir es können. Sie wollen wirklich helfen, ihn zu finden, Sean. Hoffentlich spiegelt sich das positiv in deinem Gerichtsverfahren wieder. Wir wissen, dass dies schwer für dich sein muss, nach all dem, was du und dein Bruder durchgemacht habt. Ihr seid beide Tag und Nacht in unseren Gedanken und Gebeten. Wir hoffen, dich so bald wie möglich in Jodina Shore zu besuchen. Pass auf dich auf, Claire und Steven. PS, Chris bestand darauf, dir etwas zu schreiben. Es ist diesem Brief beigefügt. PPS, er weiß nicht, dass Daniel vermisst wird. Ah, okay. So glad Chris is okay. That kid is a real superhero on his own. Hi Sean und Daniel, ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht's auch gut. Aber ich vermisse euch beide total. Nach meinem Unfall musste ich ewig einen Gips tragen, aber ich war den ganzen Winter in meinem Zimmer eingesperrt. Übel blöd. Doch jetzt ist Sommer und ich kann wieder spielen. Der ganze Schnee ist weg. Ihr solltet vorbeikommen und euch Beaver Creek ohne den Schnee ansehen. Ich warte auf euch. Chris und Captain Spirit. PS, wir müssen Beaver Creek vor den Sumpfkäfern retten. Puh. Zum Glück nicht die Sumpfhunde, Freunde. So, Cassidys Brief haben wir schon gelesen und jetzt kann ich mit den Zeichnungen interagieren. Yep.
My art is trash now. Ja, aber du, das wird schon wieder. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Instructions for getting out of here. Okay. Raus, komplett rechts und dann die Treppen runter. Alles klar. They kept me locked in for 2 months. Except for a daily exercise break. Ah, wir können hier sogar rausgucken, jetzt sehe ich's. Da drüben ist der Fluchtweg, Freunde. In die Richtung. Wir kommen hier schon raus. Keine Sorge, Sean. Können sogar in den Spiegel gucken. Sie zeigen die Verletzung nicht ganz, ne? Das haben sie bisher sich quasi noch nicht, ich will nicht sagen getraut, aber das haben sie einfach bisher noch nicht gemacht. Okay. So, ich glaube, dann habe ich mir tatsächlich alles hier im Zimmer angeschaut. So, und dann können wir jetzt das Buch lesen. Und dann kann ich euch das nochmal zeigen. Jetzt habe ich natürlich gespoilert, dass Jacobs Notiz hier drin ist, I know. Aber, ja. Alles gut. I know I fucked Daniel over. Again. Seht einfach als kleines Recap. And now he's gone. Where would he hide out? A 10-year-old by himself? Out there? He might go back to Seattle. But too far. Nowhere to go. If he tried to hook up with Claire and Steven, they would have definitely told me. Or the cops. Wait. Da. What's that? Super Wolf? Huh? Da ist es. What does that mean? Sean, ich habe mir eine Decke und ein paar andere Sachen aus deinem Zelt geliehen. Gebe ich dir zurück, wenn du für deinen Superwolf-Comic herkommst. Er wartet auf dich. I could see him again. Also, er ist bei Jacob, guys. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, kann ich hier auch wieder raus? Bin mir gar nicht sicher. Nee, da komme ich noch nicht raus. Ich kann nur das hier lesen. Is find that page with Jacob's home. Haven Point, Nevada. Ah! Hatte eine lange Unterhaltung mit Jacob. Er ist wie ein kleines Kind. Er lebt in irgendeiner religiösen Kommune in Haven Point. Okay. I gotta get to him. I gotta find a way to escape. Tonight. Okay, er will wirklich sich vor seinem Gerichtstermin drücken und abhauen. Okay. Wenn er es möchte, dann supporte ich ihn dabei. Ich weiß noch nicht, ob sie Dinge besser macht. Aber okay. Es ist seine Entscheidung. Time to clear off now. This whole hospital is so quiet. So don't make any noise. Alles klar. Wir können unter dem Bett nachsehen? Wieso? Nada. Okay, die Ruftaste möchte ich als letztes drücken. Halt, vielleicht können wir irgendwie uns den Ding, Joey, wie ist er, irgendjemanden rufen? Need a superhero to open that shit. Ah, das ist sogar extra geblockt. Hope my last view of this world isn't this window. One stupid car. And I'm out of here. Ja, wir müssen irgendwie auf den Parkplatz kommen. Da ist ein Baugerüst. I could climb down the side of the building. Okay, sehr interessant. It's dead tonight. Works for me. Alles klar. Ich denke, das Gerüst ist mir sogar wahrscheinlich am liebsten, wenn sie gerade irgendwelche Umbauarbeiten haben. Can't open that window with my bare hands. Was ist denn das?
Können wir jetzt irgendwie aufstemmen oder so? Okay, so, diese Karte brauche ich, denke ich, nicht. Ich schaue es nochmal an. Yeah. Thanks for the card, Agent. Nee, kann ich ja nicht weiter mit interagieren. Kann ich die Laken zusammenbinden? Maybe I could rig a decoy Sean in the bed. Okay, er möchte quasi es aussehen lassen, als ob er im Bett liegt. Ah, vielleicht können wir irgendwie so tun, als ob wir da im Bett liegen, dann einen Pfleger rufen, uns im Bad verstecken und dann rausschleichen, sobald er kommt. Ich verstehe den Plan. That looks so fake. But it might work for a second. Ich wollte gerade sagen, mehr braucht er ja gar nicht. So, den Knopf drücke ich noch nicht. Ich schaue mich jetzt nochmal weiter um. Can I have some privacy, please? Okay, da haben wir den geschlossen. Ich weiß noch nicht, wofür. Da gucke ich nicht raus. Die Frage ist, können wir im Bad irgendwas tun? Ich kann den Lichtschalter anmachen. Finde ich hier irgendwas, was ich brauche? Kann ich den Haltegriff abmachen? This one isn't screwed in. Ja, kann ich. Ich will aber niemanden verletzen damit. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir das Ding hier rausbekommen. Sehr gut. Hey. What the hell are you doing in there? Nice job, Sean. Now the guard is awake and pissed off. Okay. So. Ich könnte es aufbrechen. Aber es kann halt Lärm machen. Ich habe Angst, dass ich... Scheiß drauf. Fuck it. Die kommt jetzt safe rein, Guys. Die kommt jetzt safe rein. Oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir probieren's. Oder? Nee, ich kann nur rausgucken. Ich probier's. Der wird schon nicht runterfallen. Der wird schon nicht runterfallen. Das Spiel muss ja weitergehen. Wenn Sean stirbt, dann... Oh. Alter. Bitte kein Minigame jetzt, bei dem ich runterfallen kann. Wir machen weiter. Schön den Schwerpunkt hinten behalten. Boah, ist das gruselig. Nein, ich gehe weiter. Don't think. Wenn wir zu dem Gerüst kommen, sind wir raus. Und die kriegen das erst morgens mit. Holy shit. Oh. Take a breath, dude. Mach keine Scheiße. Mach keine Scheiße. Du bist fast da, Mann. Du bist fast da. Da ist es, das Baugerüst. Okay. Wir haben zwar keine Schuhe, was ein bisschen suckt. Wir müssen nur aufpassen, an welchem Fenster wir vorbeilaufen, ne? Time to get my shit from the staff room. Ah, wir brauchen noch unsere Sachen. Okay, the guard is sleeping. This is your big chance, dude. Da ist doch Licht an. Safe, dass da keiner drin ist? Und warum machst du die Tür so laut? Also, ich hätte die Tür viel leiser zugemacht. Aber das ist seine Sache.
Also ganz vorsichtig Klinke runterdrücken und und. Bro, was machst du jetzt? Nimmt der Medizin mit? Ah, vielleicht zum Verarzten von seinem Auge, maybe. Okay, also er gibt sich keine Mühe, die Türen leise zuzumachen. Zum Glück macht es keinen Unterschied. Es ist sehr dunkel. Ich erkenne nicht sehr viel. That's Finn. No way. What is he doing here? Er ist auch verletzt. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit, jetzt noch mit Finn zu chillen. Auf den habe ich keine Lust mehr. I'm sorry. So, wir wissen, wie wir ein Auto kurz schließen. Ich glaube, ich würde erstmal weglaufen. Und mir ein Auto woanders suchen. Aber nicht auf dem Krankenhausparkplatz, wo jeder aus dem Fenster gucken kann. Und wo jederzeit irgendwie ein Krankenwagen vorbeikommen könnte. Okay, wir haben Glück. Oh mein Gott, es klappt einfach. Okay. Vor allem war es auch noch aus dem Punkt sinnvoll, Finn nicht zu wecken, ne? Dass wir ihn nicht unnötig belasten. Weil wenn jetzt rauskommt, dass wir weg sind und Finn würde erzählen, dass er uns gesehen hat, ne, dann würde er sich quasi auch noch strafbar machen. Beziehungsweise er müsste für uns lügen oder was auch immer. Also, das ist Schutz für ihn und für uns. Wenn wir es niemandem erzählen, was wir machen. Also anfangs habe ich mir überlegt, ist es vielleicht ein bisschen ignorant von mir, dass ich quasi Finn einfach liegen lasse. Aber ich glaube, dass es sehr, dass es zum Schutz von ihm und von mir gut ist. Oh, Bro! Oh, nee, Sekundenschlaf ist eine der übelsten Dinge überhaupt. Bau jetzt keinen Unfall, Bro. Bau jetzt keinen Unfall. Stell dich irgendwo in den Wald, wo dich keiner sieht, nachdem du ein gutes Stück gefahren bist und dann mach ein Nickerchen. Klar, okay. Obwohl, man ist ja eigentlich auch auf der Flucht, ne? Da dürfte er eigentlich das Adrenalin massiv pumpen. Ich habe übrigens auch herausgefunden, jemand hat mir es in die Kommentare geschrieben, dass es im Menü eine Einstellung gibt, dass man irgendwie wohl lizenzierte Musik ausstellen kann. Ich lasse sie aber an, damit wir das volle Spielerlebnis haben. Auch wenn ich damit so gut wie keine Folge monetarisieren kann. Aber lieber mache ich mit diesem Projekt mal kein Cash, aber wir haben ein geiles Let's Play, als wenn ich durch das Ausschalten von der lizenzierten Musik vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung, eine schlechtere Spielerfahrung habe, beziehungsweise auch ihr beim Zuschauen. Ich glaube, es fehlt ihm, dass Daniel nicht auf dem Beifahrersitz sitzt. Oh, es wird schon wieder hell. Er ist die ganze Nacht gefahren. Sieht so schön aus, finde ich. Was ist da im Himmel? Ach, das ist ein Vogelschwarm. Life is Strange 2, Episode 4. Faith. Glaube. Ist das ein Kojote?
oder eine Hyäne. Ich habe keine Ahnung, was da so rumläuft. Wobei Hyänen sind, glaube ich, eher in der Savanne. Ich hätte es eher mal mit Kojote oder so gesagt oder ein Wolf. Nevada. Da müssen wir hin. Okay. Die Nacht ist mal wieder hereingebrochen. Stehen wir da? Sehe ich da schon das Auto? Ja. Er hat sich wirklich von seinem Geld Zigaretten gekauft? Bro, du hast so wenig Geld, dann hast du bei Kippen kaufen. Arbeitet auf einer Farm ewig lang hart, um jeden Cent zu sparen. Puh, erstmal Kippen kaufen. Wobei die Polizei ja mittlerweile schon längst nach ihm suchen muss, ne? Er ist ja den ganzen Tag jetzt gefahren. Und an dem Tag hätte er ja eigentlich zum Gericht gebracht werden sollen. Fuck. Okay. Haven Point is straight ahead. Just a few more hours drive. So, sollen wir mal in unseren Rucksack gucken? Ah, stimmt. Wir haben doch bestimmt hier Sachen zum Augenverarzten mitgenommen, ne? Wir haben uns da doch irgendwas geklaut. Ja. Oh, wir müssen uns jetzt dran erinnern, was der Dude uns gesagt hat. Oh, kacke. Oh, shit. Das machen wir gleich. She seems nice. Sorry, I stole your car, guys. Shit. Guess I fucked up her day pretty bad. Kinder absetzen, Nachuntersuchung im Krankenhaus. Bis 13:30 Mittag mit meinem Göttergatten. Es ist Scotts Röntgenbluttest, Kinder abholen, Nachtschicht. Oh je. Ach, Sean. Da ist die Visitenkarte. Oh, come on. Ach, die haben jedem das gegeben. Ah, okay, er hat sie nicht gekauft. Alles klar. Dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Die waren hier drin. Stimmt, wie geht's in unserem Tank? Shit. It will never hold until Haven Point. Ja, das dachte ich mir fast. What a mess. Flores can now add Grand Theft Auto to my file. Oh shit, guys, wir müssen jetzt reinigen. Oh, kacke. I don't even know how long I should keep on using this for. Das erst reinigen und dann die Salbe drauf, ne? Careful. Ah, okay, er macht sogar selber. Ich dachte, wir müssten das jetzt so selber die Reihenfolge bestimmen und irgendwie, wenn wir es verkacken, dann haben wir irgendwelche Probleme oder so. Puh. Ich glaube, dass wir erst irgendwie mit einem cleanen Tuch reinigen und dann die Salbe auftragen. Okay. So, dann haben wir gereinigt. So. Ah, da ist das Licht. Ah, da kann ich dann schlafen. Okay, aber ich glaube, ich habe mir sonst hier drin alles angeschaut. Die kann ich sogar nehmen, die Karte. Okay. Why not? Das gilt auch direkt als Souvenir. Ah, sehr schön. Oh, im Sitzen schlafen ist so ätzend. Ich glaube, ich habe mich irgendwie wahrscheinlich auf die Rückbank gelegt, aber... Das muss jeder selber wissen.
wie er am liebsten seine Nacht verbringt. Oh, what? Ah, das ist ja ein Flashback. Bestimmt, wie sein Dad ihm Fahren beigebracht hat, oder? Still with me, Sean? Yeah. Just zoning out. Just don't do that when you're driving, my son. So, what's the verdict on the new car? I know it's not a new board, but it's got four hot wheels. Thanks for finishing it, Dad. A perfect reward for your excellent report card. I'm proud, Sean. You don't even bullshit me when you need cash. And I'll try to be cool. No dad jokes, huh? I hope you're not too bummed out to go on a big road trip with your lovely papito, huh? Oh, please. You're the coolest dad. How could I be bummed? Excuse me. Where's my regular, emotionless son? I appreciate it. Think we can hang out for 5 days without killing each other? Hell yeah. Haven't done that since I was a kid. Miss it. So do I. Been too long since we went padre y hijo against the road. Vater und Sohn wahrscheinlich, ne? Padre y hijo. I love road trips. Good to hear. By the way, boy talk. What's going on with that gin, huh? You know. Going okay, I guess. That was like pulling teeth. Well, I've got a week to find out the truth. It's just, I don't get to see her too much. Kinda miss her. Oh, you're hooked, my son. Don't worry. This is how it goes. Ah, could that be Daniel? Hola. Hello. Everything okay, Lila? Oh, Daniel better not be giving you any sass. Nah, he's an angel. We went to the swimming pool, and now we're making popcorn for movie night. Yes! It's so cool! Hey, Sean, don't crash the car! He's driving real slow and safe. Like a grandma. Thanks for checking in. We'll buzz you when we hit the motel. Lila, you ready? Sounds good. And Sean? Hi. Girl cannot wait to see you again. Jen says hi. Sounds pretty good, Sean. You think? Maybe. Seriously, though, how are you really doing? Ah, das ist ein Traum. Das ist einfach ein Traum und kein ernsthaftes. Also keine Erinnerung an etwas. I'm so different now. I don't even recognize myself. Because you've changed. It's like evolution. I know it hurts. Big time. Guess I wasn't ready to change. I have total faith in you, Sean. You're a Diaz. You were born to roam and find your way home. God. I love you, Dad. Wish I would have told you more. You didn't have to tell me. You showed me. Oh, by the way. Hey, wake up! Huh? Huh? What? Yeah, what the fuck are you doing on our property? Huh? Oh. Ich hab gedacht, das wäre die Polizei. Oh, man, I crashed hard. Oh, yeah? Come on out, boy. Who the fuck is that? A fucking kid. Get out. Wir sollten keinen Stress anfangen. Okay, okay. I'm coming.
Hold on. Good. Now we can see you. So tell us what the fuck you're doing on our land. I drove for so long, I had to pull over to get some rest, you know? I swear, I had no idea this was your property. There's a fucking sign. Didn't you see it? I... Oh, der will richtig Stress. I was too exhausted. I guess I missed it. He's just a kid, and he's hurt. Look. Yeah? What happened to your eye? I... got into an accident. Oh, yeah? Uh-huh. Move it. Was zur Hölle? Was sucht er denn jetzt bitte? Please. I just want to go. Oh, what's this? Drugs? Yeah, for my eye. Oh, yeah. Did you steal them? Like this car? Well, I lost my keys, and my friend helped me start it. You mean you hotwired it? Holy cow, fucking car thief, too. Take his backpack. Dude, come on. Get it. Let's see what he's holding. In unserem Rucksack ist nicht viel drin. Ich glaube nicht, dass der und da, dass da irgendwas Schlimmes passiert. So? Nothing good. Any money? Fucking toys, man. You still play with toys? Seriously? It belongs to my brother. Leave it alone. Oh, okay. Oh, ich glaube, unser Bruder liebt das, ne? Aber wenn wir es zurück... Oh. Naja, okay, ich sag mal, er wächst sowieso. Ich denke, wir sollten keinen Streit provozieren. Im Notfall kaufen wir ihm Neues. Oh, your brother? Where is he now? Well, I'm going to meet him. In a stolen car? More lies. Okay, Chad. We fucked with him. Hey. Let him go. He's got Hold nothing. Hold on a sec, Mike. You speak Spanish, Pedro? Huh? What? What? Hablas español. Schon wieder Rassisten? Chad. So, Professor, how do you say I'm a dirty thief? Don't do this. Oh, you don't want to share your language? Okay, maybe you know this one. I'm a dirty thief with one eye. Fick deine Mund. All I want to do is learn Espanol. Oh, shit, ich hab doch nichts gedrückt. Might be our official language someday, right? See, ach, war das auf senor? Zeit? Oh. So, one more lesson. How do you say... This is not my country. Mein Land. Lol. Wir tun so, als ob wir es nicht wissen. Wir haben noch nichts Spanisches gesagt. Well, that's the only one you should know, boy. Learn it. Look, Chad. It's gonna rain. Let's go before we get soaked. Hold on. This little thief is fucking with me. You're really pissing me off, you know that? But I'm willing to give you one last chance to make things right. Okay. Sing something. What? Just pass the audition and you're free. Nein. We'll be very upset if you refuse. Der andere Dude, wird uns hoffentlich helfen. Aber wenn wir jetzt anfangen, ihm zu zeigen, dass wir machen, was er will, dann kriegt er noch mehr Gefühl von Macht. Wenn er uns verprügelt, dann passiert's wohl. No. Really? Okay. Jetzt verprügelt er uns, oder? I warned you, boy. Stop! Stop it, Chad! What the fuck, man? Okay, fuck. Holy cow! What are you doing? Listen, you little beaner. Get your shit and go. Now!
Was für Hurensohn. Just drive straight and you'll hit the highway. Forget this happened, man. Okay? Aber unseren Rucksack haben wir, oder? Ja. Fuck! Fuck! Oh, krasser Scheiß, Alter. Krasser Scheiß. Wir haben keinen Tank mehr. Boah, sowas zu sehen tut so weh. Es tut so weh, sowas zu sehen. Das sind Momente, da kriegt man so einen Hass auf Menschen einfach. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. So the Wolf Brothers were split apart. Und das erfahren wir beim nächsten Mal, Freunde. An dieser Stelle noch vielen Dank an Seon Kimura und Impulson für euren großartigen Support bei Kanalmitgliedschaft. Danke euch beiden.